Servus Leute, heute mal ein bisschen anderes Video. Ich bin heute mal am Rhein, man sieht es auch hier im Hintergrund. Und da wollte ich mal ein Thema ansprechen, das mich hier dann doch ein bisschen auch schockiert, muss ich sagen. Wenn man mal bloß hier an einem solchen Ufer entlang spaziert, was man hier alles so findet. Ja, das zeige ich euch mal ganz gerne. Ja, das ist jetzt momentan relativ wenig Wasser hier. Und viele nutzen das natürlich hier zum Baden und dergleichen. Ist ja alles schön gut. Und hier in dem Bereich, da sammelt sich so ein bisschen das Treibgut und dergleichen. Das ist eben gerade der Punkt. Ich bin da mal so ein bisschen so rumspaziert und habe mir da die Sachen bislang geschaut, was hier so angeschwemmt wurde. Und man sieht halt allerlei Plastikzeug, irgendwie eine Schuheinlegesohle. Aber was ich auch ganz interessant finde, überall so kleine Teile von Plastikmüll, die immer kleiner zerfallen. Wenn man hier mal so ein bisschen in diesem feinen Zeug hier rumwühlt, da überall findet man so kleines Plastik, was sich immer weiter zerkleinert und schließlich zum Mikroplastik wird. Ja, also hier Styropor, da auch noch irgendwie so ein kleines Plastikteil, teilweise dann auch so kleinere Kügelchen. Und es zerfällt halt immer in kleinere Stücke und schlussendlich, der Rhein ist einer der größten Flüsse hier in Europa. Da werden ja, ich habe da irgendwann mal eine Zahl gehört, so irgendwie hunderte Millionen von Tonnen Plastik allein durch diesen Fluss ins Meer gespült. Ja. Also da sieht man halt sehr gut überall dieser Müll. Dort haben wir sogar noch eine Pfandflasche. Jetzt muss ich aufpassen hier. Weißt du was, die nehme ich sogar mit. Es sind 25 Cent Pfand drauf. Dann sind noch ein paar andere Sachen. Da haben wir auch noch ein bisschen Plastikmüll. Glasflaschen natürlich dürfen nicht fehlen. Und was ich gesehen habe, da so zwischendrinnen, da ist auch noch so ein Tennisball, den hole ich gleich mal raus und gebe den einen den Hunden hier zum Spielen. Ja, nee, also ich wollte das euch mal zeigen, ist ein sehr wichtiges Thema, wird immer wichtiger, weil ich auch öfter mal beim Schnorcheln bin im Urlaub und mir ständig da der Plastikmüll auch entgegenschwimmt, würde ich ganz gerne mal auch dazu ein paar Videos drehen. Um einfach mal euch so zu zeigen, wie ist der aktuelle Stand hier zu dem Thema und vielleicht auch so ein bisschen das Ganze ja, in den Medien verbreiten, dass die Leute mal öfter darauf achten, ja, vielleicht weniger Plastikmüll zu produzieren. Spannendes Thema ist ebenfalls, es gibt hier so eine Bewegung, die nennt sich Rhein Clean Up, findet ein paar Mal im Jahr statt, wo sich dann Leute zusammenfinden, den Plastikmüll hier am Rhein sammeln und dann, ja, wie es sich gehört, entsorgen. Werde ich vielleicht auch mal mitmachen bei dem Thema. Eigentlich eine ganz tolle Sache. Ja, wenn euch solche Videos auch gefallen, gerne Bescheid geben, kommentieren und liken, dann mache ich das öfter mal. Beruflich bin ich auch in dem Bereich irgendwo natürlich auch ein Thema drinnen. Ich kann auch öfter mal so gerne auch Fakten und Daten, Zahlen dazu bringen, wenn es euch interessiert. Also, macht es gut